Bin hier gerade bei Verstappen, Alter. Was? Dass der noch nicht weiter aufgeholt hat, das ist irgendwie. Was macht der hier? So, mit Gelb jetzt einfahren und mit Gelb durchfahren. Verstappen ist irgendwie langsam. Vielleicht hat er auch Probleme wieder mit dem Auto oder so. Keine Ahnung, was bei dem los ist. Wenn ich das wirklich schaffe, mit Rot einmal noch an die Box, dann könnte ich wirklich richtig weit noch kommen. Das wäre echt cool. Das wäre richtig cool. Weil ich bin jetzt gerade schon die ganze Zeit am Überholen. Und die waren teilweise noch gar nicht jo, in der doch, Box. Ja, also würde ich sagen, probier. Würde ich sagen, probier das. Hört sich gar nicht schlecht an, ja. Wenn das so funktionieren sollte, dann probier das, mach das. Ich muss gerade überlegen, wann ich dann an die Box müsste ungefähr. Boah, fuck, Alter, ich hätte mir fast den Frontflügel abgefahren. Weil hier Platz 19 vor mir wieder nicht so geil Platz gemacht hat. Aber nur fast, Leute. Müsste sich doch eigentlich mal ja, die wie Box lang hält melden, eigentlich wegen einer anderen eigentlich Strategie. Schon, wie lang hält ein Rot ungefähr? Ich würde mal so sagen 18, 19 Runden oder so. Was? Ultra gut, finde ich. Also ich glaube, ich würde gerne so Runde. Nee, nein. Darf ich durchfahren? Nein, mit nochmal Rot meine ich. Ach so, ja, geht, doch. Das geht, ja. Also wenn du jetzt nochmal auf Rot wechseln würdest, könntest du theoretisch durchfahren, denke ich. Ja, also, naja, so fühlt sich gerade bei mir an. Ja, nein, ich weiß ja nicht, wie lange die halten, aber ich rechne mir das gerade nochmal so ein bisschen hoch und so lange müsste es dann ungefähr halten, weil sie sind ja jetzt gerade bei 30%. Ja, dann fahr sie noch aus. Das 50% oder so, dann kannst du an die Box. Das wäre okay, mit 50% wäre vollkommen okay. Also ich glaube, ich fahre so Runde 19 oder so. 20, 19, 20, sowas geht auf jeden Fall. Ja, ich überhole gerade Verstappen. Platz 17. Habe ich auch schon. Beziehungsweise überhole ich nicht, weil er einfach schneller ist. Oder jetzt doch. Der war gerade bei mir voll langsam. Ja, doch, ich habe ihn jetzt überholt. Er kam bloß aus der Box raus und ich dachte, ich ziehe vorbei. Und ey, auf einmal wurde er ultra schnell. Oh nein, ey. Also Hamilton so jetzt wieder Zeit. Auf 2. Hamilton auf 2, Massa auf 3. Und Massa hat gelb, Hamilton hat lila. Okay, Bottas jetzt wieder auf 3, Bottas hat auch lila. Also wie gesagt, die beiden Mercedes haben die Strategie mit 3 Boxenstops, 2 Boxenstops, die was du auch ausgewählt hattest. Und sind wieder auf dem Treppchen beide. Also haben sich wieder hocharbeitet. Ey, lass mir Platz! Bist du denn verrückt, Allah? Ja, wie viel der bist du denn? Das wäre interessant zu wissen. Der will mich verarschen. Er hat mir einfach keinen Platz gelassen. Und dann? Hat er mich in die Wand gerammt. Nicht dein Ernst. Ich muss aber nicht an die Box, deswegen, also alles gut. Aber er hat mich gedreht. Ich bin so lange nicht. Ich bin 14. jetzt. Ich war davor, ich wäre 11. geworden. Solange du nicht an die Box musst, ist gut. Ich habe einen gelben Frontflügel, aber ich fahre noch meine roten Reifen aus. Ja, klar, wir eben. Mit dem Gelb geht auf jeden Fall klar. Mir hat auch jemand geschrieben, wenn ich Rot nur auf einer Seite habe, kann man auch nur ein paar Runden fahren. Also es ist gar nicht so tragisch. Vor allem, weil die Bots ja auch nicht so krass sind. Ey, ja, pass auf, was du machst. So dumm einfach. Ich bin. Nach Start und Ziel kommt ja nochmal eine lange Gerade ungefähr so, ja, ne? Ja. Bis zu so einer richtig scharfen Kurve. Ja, ich und, weiß. Ich bin die ganze Gerade genau neben ihm gefahren. Und er hat mir durchgehend keinen Platz. Ich bin immer wieder quasi auf den Rasen gekommen. Und in der Kurve lenkt er ein und lässt mir überhaupt keinen Platz. Obwohl wir die ganze Zeit nebeneinander waren. Das ist echt mies.
Also hat er dich einfach so aus der Kurve weggekickt? Also. Ja. Cool. Aber kein Problem, ich komme gleich, dann haben die alle blaue Flagge. Du zwar auch, aber... Na, ich gehe ja bald an die Box. Mann. Ist ja nicht schlimm, ich bin direkt wieder da, aber... Ja, ist halt schon nervig. Ja. Es war halt wieder, ich das wurde wieder gerannt und ich konnte nichts dafür. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Immer solche Rennunfälle könnt ihr gerne mal in den Kommentaren analysieren, wer da schuld ist oder so weiter. Gerne auch reinschreien, wer wir schuld sind. Das ja, klar. Das natürlich dann auch gerne. Ja, ich mach das auch gerne. So gegen einen Fahrer dann so, hä, was macht der denn? Ja. Obwohl ich eigentlich ja quasi schuld war. Aber ja, es ist einfach so. Man hat da ja immer, wenn man das gerade im Rennen ist, da immer nochmal eine andere Sicht drauf und hat dann ja, nicht die Übersicht und denkt, hey, man wurde immer weggerannt. Passiert dann aber so schnell und ja. Das stimmt schon. So gelbe Reifen sind auf jeden Fall eingefahren. Ich sehe dich da vorne auch, wie du da lang pähst. Da bin ich jetzt gerade ja nicht sicher, was da gerade passiert ist. Da bist du auf jeden Fall irgendwie ausgeklungen. Grüß Gott. Willst du gleich vorbei? Oder wie sieht man sich weg? Wieder? Ja, ich kann noch ein bisschen warten. Außer du nimmst die Kurve absolut scheiße, weil du den zweiten Sektor kacke, ne? Junge! Du solltest... Ich bin extra langsam gefahren und nicht auf der Ideallinie, damit du vorbeikommst. Ja, aber du warst links und ich wollte halt rechts vorbei. Das wusste... Ja, aber... Habe ich dir irgendwas kaputt gemacht? Nee, bei mir war schon alles kaputt. Also, shit, Alter. Habe ich dir was kaputt gemacht? Ja, ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall noch klar. Oh Gott. Das hat mich jetzt natürlich... Sehr, sehr viele Sekunden. Das hat mir quasi noch einen Boxenstopp gekostet, gerade so viel Zeit verloren. Fuck. Ja, es tut mir leid. 18 Sekunden langsamer dadurch. Ach. Das ist nicht geil. Das tut mir leid, aber wie gesagt, du warst halt links, weil du die Kurve so scheiße genommen hast. Und ich wollte in der Kurve ja quasi eng fahren, um da schneller an dir vorbeizukommen. Dann ziehst du aber mal rechts. Ja, weil ich den Platz machen wollte. Ich habe halt auch gebremst und in die andere Richtung gelenkt. Aber das hat halt nichts mehr gemacht. Ich bin auch zum Glück nur mit einem Frontflügel nicht rein, weil ich eben gelenkt habe. Aber ja, ich muss damit durchfahren. Ich kann damit jetzt nicht an die Box. Das ist nicht so schlimm. Ist ja, alles ja, ist ein gelber Frontflügel. Also ich denke nicht, dass da Probleme geben sollte. Aber da jetzt nochmal an die Box, nee, das mache ich nicht. Wie startet man denn hier aus der Box, ey? Weißt du, mein Boxenstopp-Typi lässt mich frei und ich fahre erstmal auf dem Rasen. Lol, Bottas ist vor mir. Halt die mal auf. Die holen tatsächlich auf, ne? Das ist voll komisch. So schlecht sind meine Runden gar nicht. Die holen aber auf. Ich meine, die haben halt andere Reifen. Die haben lila Reifen, ich habe gelbe. Aber trotzdem. Ja, die holen vor allem auf, weil wir gerade ein Spielchen zusammen hatten. Ja, aber das war nicht so krass. Es war, glaube ich, für mich 1,9 Sekunden oder so schlechter. Das geht. Bottas geht. Ich weiß es aber nicht mehr, ich habe keine Ahnung. So. Ja, der braucht nur ein bisschen. Also fährt tatsächlich nochmal. Ja, dann musst du nochmal in die Box gehen, ja. Ja, aber ich weiß halt nicht wann. Leider nicht jetzt, weil ich muss ihn jetzt überholen und muss wieder den blauen Flaggen wegfahren. Das ist doof. Naja. Boah, ich hätte ihn wieder fast weggegangen. Ich hasse Überholmanöver echt. Vor allem, wenn die blaue Flagge haben und sie trotzdem keinen Platz machen. Ja, das kenne ich. Ich wäre ihm halt wieder, ich musste so hart bremsen und in die Kurve reingehen, sonst wäre ich ihm voll drauf gefahren. Ich könnte die eigentlich nerven. Wenn ich hinter denen die ganze Zeit fahre, dann bekommen die irgendwann eine Strafe. Einfach mit Absicht hinter denen fahren. Und nicht überholen. Oh shit. Nicht gut genommen. Ups. Ich bin vor Bottas. Oh, hier fahren wieder ein paar in die Box, sehe ich. Hier, also zumindest kommen ein paar aus der Box raus. Zwei Leute oder so. Noch ein lila Sektor. Oh, hier sind so viele hinter mir. Was ist jetzt schon wieder?
Ach, Game! Ich hatte rote Reifen eingestellt und was habe ich für Reifen bekommen? Gelbe Reifen. Ernsthaft? Leute, ihr könnt es in der Aufnahme sehen, es war auf rot eingestellt und ich merke das jetzt erst. Das ist... Oh, lol, was? Du bist locker eine Sekunde schneller. Oh, hier steht wieder einer draußen, hier hat es einen weggefetzt. Keine Ahnung, wer es ist. Hamilton war in der Box, Bottas fährt nächste Runde. Aber als ob du... What the fuck? Als ob du Dings hast. Oh mein Gott, ist hier ein Chaos. Hier ist Eriksen, den überrunde ich gerade zum zweiten Mal. Und hinter ihm war Platz 9, den ich auch jetzt zum ersten Mal überrunde. Also Platz 9 musste mir Platz machen und Eriksen musste Platz 9 und mir Platz machen. Das war gerade irgendwie crazy. Aber du bist ultra die gute Runde gefahren. Mit gelben Reifen, what the fuck, wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Ich fahre die ganze Zeit mit gelben Reifen und kann das nicht. Oh, ich kann auch mal auf Fett stellen, ich habe ultra viel Plus. Sehe ich gerade. Also Bottas fährt jetzt gleich. Hamilton ist gefahren und ist immer noch Dritter. Und Bottas fährt jetzt gleich. Ich hole mir rote Reifen. Erst nochmal. Was ist passiert? Wehrlein, Mann! Ja! Oh, komm. Weißt du, ich will... an ihm rechts vorbeifahren, wo die Boxeneinfahrt ist, und er so, nein, Digga, ich will auch dahin. Und er fährt mir voll vors Auto. Ja, das hast du bei mir gerade aber auch gemacht. Oh, geil. Das ist nicht geil eigentlich. Oh Gott, du musst doch in die Punkte, was machst du denn? Mann, wir wollten noch beide aufs Käppchen. Jetzt regnet es schon nicht mehr. Und jetzt? Sowas. Leute. Für Großbritannien nehmen wir nochmal extra viel Mühe gleich. Ja, Großbritannien wird aber auch. Also wir nehmen jetzt Dingens hier, Österreich und Großbritannien wieder hintereinander auf. Also wir haben Großbritannien mal kurz getestet gerade vorhin. Uiuiui. Das wird wieder kritisch. Junge! Wie fahren diese scheiß Bots, Alter? Ich finde das eigentlich voll schade, weil ich finde eigentlich, Österreich ist echt eine coole Strecke. Eben, das hat mich jetzt echt gewundert, dass das bisher so, ja. Ich fahre ja eigentlich, ich fahre ja auch gute Zeiten. Ja, du bist beste Runde gefahren und ich hole die nie im Leben auf. Ich fahre fett und fahre schlechter, deutlich schlechter. Ich bin halt zu asozial beim Überholen. Aber und ich wurde gerammt. Wieder. Ja, jetzt habe ich rot. Okay, dann steig dich bitte an. Dankeschön. Ja, mach ich. Ich will, dass du wenigstens in die Punkte kommst. Ich sind ja noch genug. Nein, bin ich nicht. Nicht? Nein. Okay, wie viel da dann? Hallo? 17. Okay. Ja, doch, du bist Letzter. Nein. Nein, bin ich nicht. Vorletzter. Zwei sind, glaube ich, rausgeflogen. Das kann gut sein. Ich bin jetzt, ich glaub, auf jeden Fall. Vorletzter dann. 16. Ja, ja, nice. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Also Punkte, bitte. Ich arbeite also dran Hamilton und hab auch noch genug Zeit. Also Hamilton Bottas sind halt wieder hier. Hamilton Bottas sind wieder hier. Force India ist auch wieder hier. Und hier fährt einer wieder langsam. Hättest du es gerade sehen müssen. Wir waren gerade drei Autos und ich fahre in der Mitte an beiden vorbei. Oh. Ich hätte so Angst. Schau mir deine Folge ich an, hatte so Angst einfach. Hast du gezittert? Ich habe richtig gezittert. Nur so die Überlegung, mir macht's trotzdem Spaß, lohnt sich das? Ich hatte am Anfang ultra Angst, hab's überstanden mit Lila im Regen und so. Und ich hab jetzt gesprungen. Auch. Es mit gibt zwei Stellen. Mit dem gelben Frontflügel fahre ich wahrscheinlich auch schlechter, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran. Ja? Es gibt zwei Stellen auf der Strecke, wo die Abweiser so hoch sind, wenn du da nicht mit einem Reifen drüber fährst, sondern die Mitte des Autos den trifft, dann springt man ein bisschen. Und wer macht sowas? Ich scheinbar. Hab ich jetzt schon zweimal gemacht. Oh Gott. Läuft. So, wahrscheinlich geht jetzt also keiner wie gesagt, mehr an die Box. Wenigstens Punkte. Also wie gesagt,
Das wäre echt geil. Ja. Ich überhole gerade Platz 6. Platz 5 ist auch direkt hier. Jo, Platz 5 auch überholt. Zum zweiten Mal? Ja, ich hab schon Platz... Nee, zum ersten. Zu Platz 5. Ja, what the fuck? Wie krass soll ich denn bitte fahren? Nee, Platz 5 jetzt zum ersten Mal über Runde. Hä, warst du nicht schon mal weiter? Nein, hä? Oh, was ist das? Ich hab dich zum zweiten Mal überrundet. Ich hab gerade einen auch zum zweiten Mal, glaube ich, schon überrundet. Hä, war... Wer... Irgendwer war da gerade so langsam, dass... Eriksen. Eriksen war gerade vorhin ultra langsam wieder. Er hat wieder Probleme mit dem Auto gehabt oder so. Fährt auch einer in der Box? Ja, das ist Eriksen, ja. Eriksen fährt gerade auch in die Box. Jo, ich verstehe immer noch nicht, wie du die schnellste Runde gemacht hast. Also es kann nur an dem Frontflügel liegen, weil meine halt beschädigt ist. Aber ich fahre gerade gar nicht so scheiße und bin einfach 1,5 Sekunden schlechter als du. Krass. What the fuck? Du hast die gelben auch gehabt, die gelben Reifen. Ja. Ich komme aber an die Zeit gerade auch nicht mehr ran. Also was heißt, ich komme nicht mehr ran, ich fahre... Ja, du überholst ja auch. Ja, genau. Wobei ich ja auch ab und zu überhole, aber es ist halt so... blaue Flagge, zack, vorbei und Schluss. Na, bei mir keine blaue Flagge, aber ich versuch's. Zack, vorbei. Ja, ich versuch's zumindest. Oh, lila Sektor. Alter. Du hast dich selbst getoppt. Noch nicht. Also doch, in dem einen Sektor schon, ja. Sogar minus 200. Ich komme hier auch wieder an den Wehrlein ran. Ich komme gerade an Bottas ran, mal wieder. Dieser Doofe. Bottas ist vor dir? Ja, leider. Boah, 0,42 langsamer. Ich hätte die Zeit beinahe getoppt. So, jetzt ist Bottas nicht mehr vor mir. Das ist ärgerlich. Beinahe die Zeit noch getoppt. Egal, das heißt aber zumindest, dass ich wirklich ziemlich gute Runden fahre. Ja, ja, du hast, also wenn du die Zeit fast getoppt hättest, bist du 1,5 schneller wie ich, als ich, wie ich, was auch immer. Und wenn du gerade an Bottas vorbei bist, dann überrunde ich den ja gleich. Sehr witzig. Grosjean ist auf 4. Was ist der für ein Team? Haas oder so? Also irgendwie irgendein unbedeutendes Team. Warum ist der auf Platz 4? Ja, weiß ich nicht, aber das finde ich gut. Das ja, heißt, tatsächlich, das ist links, aber das ist gerade gesagt. Ein Red Bull. Oder so, dann nicht so weit vorne ist es. Ja, auf 4, also Ocon, also das ist ja von Force India, glaube ich. Ja. Der ist auf 5. Okay, also Red Bull ist wahrscheinlich 6. Momentan. Ja, dass der da 5 ist, ist doof, ich weiß, aber. Ja. Also ich komme jetzt tatsächlich an Bottas ran, dann. Läuft. Platz 3 überrunden. Als erster, kann man mal machen. Werde ich wahrscheinlich noch schaffen hier in den Runden. Wenn ich mal ein bisschen nachsichtiger und vorsichtiger fahren würde, dann würde ich das auch machen. Scheiße. Nervig. Ich bin einfach mit dem Gas zu schnell auf dem Gas manchmal noch. Zu unerfahren. Also das, ah, naja. Aber es bessert sich schon. Leute, ihr wisst Bescheid. Also diese Saison fahren wir natürlich auf jeden Fall fertig. Es wird jetzt ultra viel F1 kommen wahrscheinlich. Ja, das denn ich am cool. 24. Ja, ist ganz cool auch. Das ist ein perfektes Training auch für die nächste Saison. Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Am 24. August kommt nämlich das neue F1 raus. F1 2018 heißt es. Also nicht 2019, dass ihr Bescheid wisst. Ja, das kommt auf jeden Fall raus und wird mega, mega nice. Und da werden wir natürlich auch wieder eine Saison, mindestens eine Saison mal fahren. Das wird ultra nice und das ist dann ein bisschen Training hier quasi für. Und nicht nur Training, natürlich einfach, ja, die so eine Vorgeschichte quasi. Ne? Die erste Saison, die zweite, vielleicht kann man ja auch wieder so am Anfang mal eine Saison komplett durchfahren. Und bevor das neu rauskommt, wieder eine Saison fahren. Irgendwie witzig. Ja, schauen wir mal, wie lange das dauert. Genau. Aber auf jeden Fall quasi ohne Pause im direkten Wechsel die beiden Spiele, weil es ist halt wirklich ja, relativ knapp und so mit dem Release. Und da habt ihr jetzt sehr, sehr viel F1. Und dann kommt nochmal mehr F1. Hey. Hey. Ich habe quasi wirklich zum richtigen Zeitpunkt das Lenkrad gekauft. Ja, ein bisschen knapp. Ja, knapp, das stimmt, aber... Ein bisschen knapp, ja. Aber hey,
So, mir wird auch gerade wieder ultra warm. Also wir müssen auf jeden Fall vor dem anderen Rennen kurz eine kleine Pause einlegen. Dagegen habe ich gar nichts. Es ist echt warm wieder hier. Drei Bildschirme hier an, Hilfe. Auf dich scheint auch noch eine Lampe, Alter. Ja, aber die Leute, Lampe also ich ist will ja unbedingt eine Facecam, habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Aber ja, es ist wirklich, also wenn mich da hier zwei Softboxen anstrahlen, jetzt auch noch, ey Leute, ich werde so sterben. Die Lampe produziert ja zum Glück zumindest nach vorne hin keine Wärme. Also tatsächlich, die ist sogar Lüfter gekühlt, also die hat einen eigenen Lüfter drin. Aber als ob. Doch. Aber also die ist ja wirklich riesig, ist das ja, hast du ja gesehen auf dem Bild. Ja. Und die ist, das ist wirklich riesig. Ich habe ja auch nur eine von den dreien jetzt an dafür. Das reicht. Ja. Deswegen kaufe ich mir meine Kamera erst, wenn der heißeste Sommer rum ist. Wirklich so unangenehm, ey. Also ohne Spaß, also wenn ich die jetzt dann ja quasi das erste Mal in Betrieb nehme, die Kamera, und das erste Mal mit Facecam und so, also es dauert für euch noch ein bisschen, das ist klar, aber wenn ich das irgendwann soweit bin, dann ist der Sommer ja fast rum. Das ist nice. Im Winter oder Frühling oder so stelle ich mir das ja nicht schlimm vor. Ich finde ja Sommer eigentlich immer ganz geil, aber arbeitstechnisch muss ich echt sagen, freue ich mich schon auf kältere Tage. Das stimmt. Also vor allen Dingen, also wobei auch in echt, draußen so 30 Grad finde ich auch unangenehm, aber wenn es so knapp über 20 Grad, das ist immer so, finde ich, die perfekte Temperatur. Sonne, knapp über 20 Grad, perfekt. Ja, so 24 ist tipptopp, finde ich. Das ist nice, Leute. Aber halt so 30 Grad ist dann schon, wird schon echt too heavy, finde ich. Aber ich komme nicht an Bottas ran, was ist das? Beschwer dich mal nicht, ja? Ja, wo bist du denn? Ich bin Platz 15, habe jetzt einen Verstappen, ist direkt vor mir. Der ist Platz 15. Du musst dich aber echt beeilen, oh. Junge, da hast du nicht mehr viel Zeit. Ja, ich weiß. Noch gute 3 Runden. Ich gebe alles, ich fahre richtig gute Zeiten. Ich eigentlich nicht. Ach ja, ficken. Hast du mich einmal überrundet? 2. Oder welche Runde bist du? 30. Ja, ich bin 32. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich stehe auf Fett. 2 Runden, ja. Fuck. Du musst echt reinhasseln jetzt. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich fahre genau 14. Jetzt noch 3 Runden. Noch 3 Runden hast du Zeit. Wobei du es ja vor mir, also hast du 4 Zeit, ne? Oder? Ja. Nee, keine Ahnung. Bin jetzt in 31. Ja, und nicht in 33, ja. Ja, dann hast du mich. Dann, ja. 2-mal überrundet, ja, aber wie viele fährst du jetzt dann noch? Weil in 3 Runden ist es dann ja zu Ende, aber fährst du dann noch eine? Ich bin gerade so verwirrt. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Egal, ich fahre auf minus 1. Nee, du kannst schon, ja, minus 1, minus 1, ja, 5, ja, passt schon. Mach einfach. Überhol. So schnell geht das nicht runter. Platz 13 habe ich direkt vor mir. Muss, also Platz 10 wird schwierig, aber es ist auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall. Und es ist bitter, bitter nötig. Wenn du so knapp jetzt am Ziel vorbei, das wäre echt scheiße. Ich motiviere dich gerade, oder? Richtig gute Motivation. Ich habe mehrere Plätze gerade vor mir. Ja, du musst sie alle überholen. Sonst hast du verkackt. Nein, Spaß. Ich habe wirklich viele Plätze vor mir. Also ich kann noch mehr als diesen einen Punkt erhaschen. Ja, ich würde es dir wünschen. Sag mir, wenn du in der letzten Runde bist. Ich bin gerade so verwirrt, wann ist denn die letzte Runde? Wenn 36 bei dir oben steht, dann ist bei dir. Also 36 von 36 ist noch eine Runde, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, ich bin echt so dumm gerade. Leute, drückt die Daumen, dass das hier was wird. Oh nein, das ist. Ich drück sie. Oh, das ist ein Überrunder. Ich überrunde gerade Eriksen zum 3. oder 4. Mal so gefühlt. Scheiße. Eriksen ist. Den habe ich schon 3-mal überrundet.
Also du wahrscheinlich zweimal, ja. Oder habe ich ihn viermal und du dreimal, kann auch sein. Ja, mir kommt nicht egal, ich würde gern Bottas überholen. Bottas zu überrunden, das wäre geil. Aber ich habe dafür ultra wenig Zeit. Das würde mein Selbstvertrauen stärken. Ich kann halt jetzt eigentlich komplett einen Fehler machen. Ich habe eine Minute Abstand zu Hamilton. Das ist eine Runde, what the fuck. Oh shit. Lila Sektor, das bringt mir aber alles nichts. Dieser doofe Eriksen, wieso war das nicht Stroll? Wie gesagt, du musst mir Bescheid sagen. Ich hoffe nämlich gerade immer noch. Ich hoffe auch noch. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hoffe. Fick diese Scheiße, wieso bin ich so doof? Ja, blöd, ne? Ja, Mann. Das ist, weiß es nicht. Mich über meine Ungeduld. Halt, also das geht mir genauso, weil ich hab's ja nicht anders gemacht. Also ich hab's nicht anders gemacht. Man ist einfach so, man will unbedingt überholen dann, weil man auch weiß, man kann es. Und dann passieren halt trotzdem Fehler. Das ist halt nervig. Komm, du fährst gute Zeiten. Ich meine, das war jetzt nicht so krass getoppt wahrscheinlich, aber fährst gute Zeiten und ja, das ist traurig. Okay, ich fahre jetzt meine letzte Runde. Okay. Und ich habe Bottas so nah vor mir. Nichts. Bitte, Bottas, ich will dich haben. Ich will dich essen zum Frühstück. Doch, doch, du schaffst das. Unwahrscheinlich. Aber du kannst ja noch eine fahren dann. Stimmt, stimmt. Ich habe ja da noch... Ah, ja. Du machst die gut, hier und noch sagst, eine. Gut, dann kannst du sagen, was ich alles sah. Ich bin direkt hinter Bottas und Hamilton. Oder ist das Hamilton? Ich weiß nicht. Aber Bottas auf jeden Fall. Ich sehe sogar seinen Namen. Dann kannst du vielleicht... ist nicht Hamilton. Doch nochmal was werden. Jo, mein... Ich habe einen roten Flaggenflügel. Ups. Aber ich habe Bottas überhaupt. Ja, da war noch Kühat. Und ja, dem bin ich halt voll drauf. Oh, ich kann gar nicht mehr lenken. Scheiße. Mann, ich bin Platz 11, ich bin Platz 12 und Platz 11 und Platz 10 sind eine Kurve vor mir. Komm, 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 ich drück dir so hart die Daumen. Ja, ich hab Bottas überholt. Letzte Runde. So. Da ist die Startzielgerade, karierte Flagge. Yes, Leute, jawohl. Österreich trotz Regen bestanden. Mit lila Reifen im Regen. Dort bin ich gerade glücklich. So, natürlich, jetzt direkt zu dir schalten. Schau ich nicht. Schaffst alles, wenn du an dich glaubst. Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie auch. Orientier mich gerade, wo bin ich? Ah, hier bist du. Ah, schnee, es wird... Ah, du bist leider ein bisschen weit. Oh, das ist... Oh. Das ist schade, ey. Wenn der sich jetzt Bilder drehen machen. Würde. Ja. Also Platz 11, ich hasse 11, dem ja, gleich, Platz 11 hasse ich gleich rein. Ja, aber das bringt halt nichts. Nee, bringt halt echt nichts. Nicht mal ihn kriegst du. Ja, hätte ich richtig, also... Ja, nee. Oh shit. Fuck! Nee, scheiße. Fuck, Mann! Das ist ärgerlich. Weil es ist halt oft so, dass wir halt ganz weit hinten sind oder ganz weit vorne. Dass man jetzt so knapp am Ziel, das ist echt traurig. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Wieder diese doofen zwei da, ey. Sorry. Aber auch ich, hi. Ja, nur, ja, stimmt. Jawohl, den nächsten Pokal. Ich weiß nicht, das wievielte Rennen hier das schon ist. Ich hab's gar nicht mehr überlegt. Drittes, viertes Rennen, was ich gewonnen hab. Auf jeden Fall ganz cool. Erstmal was trinken. Und, ja. Wir machen eine kurze Pause und nehmen dann direkt das nächste Rennen für euch auf. Ganz genau. Das wahrscheinlich schon, ja, nicht morgen, aber vielleicht, ja, vielleicht auch morgen, vielleicht übermorgen kommen wird. Seid gespannt und, ja. Wir probieren es ja immer noch, dass wir beide aufs Käppchen kommen. In Großbritannien wird das sehr, sehr schwer. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.